Ich bin Engel Raphael, das heilende Licht im Universum, und spreche heute die Botschaft für dich. Ich bin der Engel der Heilung auf allen Ebenen. Und oft rufen mich die Menschen und bitten um Heilung. Mein allerliebster Mensch, jedoch kann ich nicht immer helfen, denn es ist die Bereitschaft der Seele, ob Heilung geschehen darf, welche entscheidet, ob die Energien, welche ich zur Verfügung stelle, angenommen werden dürfen. So ist es die Grundvoraussetzung, die Annahme der Seele auf Heilung zu stärken. Und deswegen spreche ich heute zu dir. Denn die Worte richte ich direkt an deine Seele. Liebe Seele, es geht darum, dass dein Mensch Heilung bedarf. Es geht darum, dass dein Mensch gerne gesund sein möchte. Nur dass die Bereitschaft für die Heilung nicht da ist, weil sie vielleicht von dir, du liebe Seele, blockiert wird. Und so sage ich dir, meine allerliebste Seele, schau doch, wie schön es wäre, wenn es deinem Menschen immer gut gehen würde. Wenn dein Mensch auch hier auf der Erde glücklich sein dürfte, gesund und strahlend, ein Leben in tiefer Freude auf der Erde haben könnte. Meine allerliebste Seele, deswegen bitte ich dich zu erkennen, dass Heilung der Schlüssel dafür ist. Und mit jedem Wort, welches ich zu dir spreche, fließt Liebesenergie, fließt bedingungslose Liebe und das Licht des Universums zu dir. All diese Energien unterstützen die Bereitschaft zur Heilung
Und wenn du dich, liebe Seele, ein wenig öffnen möchtest, dann wird diese Energie zu dir strömen. Und du darfst die tiefe Liebe spüren. Und du darfst die Heilung annehmen. Die Heilung, die ich, Engel Raphael, in größter Achtsamkeit und Demut überbringe. Um so für die göttliche Ordnung zu wirken. Um so die Menschen zu unterstützen und alles ins Gleichgewicht zu bringen. Körper, Geist und Seele ist eine Einheit. Und da, wo Heilung fließt, wird Frieden sein. Und so ist über jedes Wort diese Energie zu dir geflossen. Und ich bin mir sicher, mein allerliebster Mensch, dass diese Energie deine Seele berührt hat. Und dein Bewusstsein erweitert hat. Sodass du im Einvernehmen mit dir selbst bereit bist, etwas in deinem Leben zu verändern. Gesund zu werden und die Verantwortung für dein Leben ebenfalls zu übernehmen. Denn auch das gehört zu der göttlichen Ordnung. Und so sehe ich, wenn ich dich anschaue, ein liebevolles Wesen, voller Hoffnung. Und ich weiß, dass meine Worte deine Seele erreicht haben. An Anascha.